Fast ein halbes Jahr habe ich nicht mehr gestreamsniped und jetzt bin ich in der neuen Season wieder zurück, Freunde. Die neue Season ist nämlich richtig geil. Unter anderem gibt es einen neuen Boomerang und mit dem werden wir heute direkt mal streamsnipen. Ich bin gespannt, wie das klappen wird. Da hinten sehen wir schon den Array Knight mit seinen Leuten aus dem Skin Contest und wir werden gleich hier diesen Boomerang benutzen. Oh mein Gott, seht ihr den? Der sieht halt richtig cool aus. Aber erstmal müssen wir gucken, wie er bewertet. So, ich gucke jetzt nur noch ganz kurz, ob hier jemand unten ist. Sah gerade nicht so aus. Ich glaube, ich gehe mal hier wieder nach oben. Und wir können anfangen. Und wer jemand von euch will mich abklären. Warum hast du dann eine Waffe? Hey, drop sofort deine Waffe, sonst wirst du doch sehen, Mann. So, zack, okay, danke. Oh mein Gott, es ist echt ungewohnt für mich, nach so langer Zeit wieder hier ein bisschen für Ärger zu sorgen. Aber wir nehmen mal so einen Boomerang und wir testen den mal aus, okay? Wir werfen mal den hier ab. Komm, let's go. Warte mal. Was hatte ich gerade getroffen? Warte, das kam was von da oder so? Ach, egal. Ey, hör auf mich zu hinten, Mann. Also, Renegade, du bist auf jeden Fall weiter. Komm ich mal hier zu der nackten Banane. Was soll das denn? Okay, das hat schon mal richtig gut geklappt. Und jetzt haben wir ja hier noch eine Sniper. Und wir schießen mal auf den hier. Na komm, ich hoffe, ich verfehle nicht. Und let's go. Digga, ey, nein, das reicht mir. Warte, warst du das, Digga? War das dieser Bot? Ey, wir killen gleich diesen Bot, wenn er das noch einmal macht. Ey, was soll das? Hä, von wo kommt... Ey, wehe, warte mal, wir sind fünf Leute, aber wo ist der vierte von uns, von euch, meine ich, hä? Okay, jetzt benutzen wir wieder meinen Boomerang. Mal schauen, wie gut der ist. Wow, wie viel Damage der auch macht. Ey, Digga, oh mein... Ich kann es gleich auch sein lassen mit dem Stream. Ich kann jetzt... Warte mal. Ey, das ist irgend so ein Typ. Yo, wie OP ist denn bitte schön dieser Boomerang? Der macht direkt 60 HP Schaden. Und zack, der nächste ist weg. Jetzt ist nur noch Array Knight da. Nein! Ich wurde gekillt, aber vom Bot wurde ich gekillt. Aber es ist nur daran schuld, weil dieser gelbe Heini diesen Bot abgeacht. Ja, ich lasse es einfach. Ich habe schon jetzt keinen Bot mehr. Okay, Freunde, jetzt habe ich mal wieder für gut Ärger gesorgt. Und in der nächsten Runde habe ich natürlich wieder eine richtig coole Idee, wie wir als nächstes Stream snipen werden. Okay, Freunde, wir sind jetzt einfach in der nächsten Runde. Und ihr seht da hinten, da ist einfach so ein Wespennest. Und ich habe auch wieder weitere Spezial-Items mit dabei. Nämlich hier auch noch so ein Wildwespenglas. Und wenn ich das darauf werfe, dann werden die richtig von Wespen attackiert. Aber erstmal beobachten wir, wie seine Leute bewertet. So, warum ist der eine da gerade runtergegangen? Ach, egal, dann bewerten wir einfach dich als erstes Skelettfrau, Alter. Keine Ahnung. Okay, ja, das passt, das Ganze. Warte mal, was sagst du denn da? Ah, noch was, Leute. Ich habe einen Assistent für diese Runde jetzt, dass ich nicht die ganze Zeit geschüchtert werde. Und sein Name ist Funkel. Was geht, Mann? Junge, ich bin dein Beschützer, Junge. Nicht, dass wieder irgendwas passiert, Junge. Wie kannst du gestreamt werden, Mann? Ja, keine Ahnung. Da gibt es halt ein paar Leute. Und ja, ich bewerte einfach dich jetzt weiter. Freunde, hört ihr das gerade schon? Er hat einfach auch noch einen Assistenten sich dazugeholt. Okay, dann fangen wir mal klein an. Wir werfen jetzt so ein Wildwespenglas auf die und mal schauen, wie die darauf reagieren. Ey, Digga, Funkel, ich hab gesagt, du sollst aufpassen. Was machst du? Ey! Junge, was ist das, Junge? Hier sind dein Fehler, Junge, ich sterbe gleich. Junge, ich sterbe auch alles. Ah, ich hasse Wespen, Alter. Lass weg hier. Oh, die gehen gerade weg. Das ist natürlich richtig gut. Ich hoffe, irgendwie in der Nähe von diesem Wespennest. Warte mal. Was ist das denn hier? Ach, egal. Weißt du was? Wir gehen jetzt... Nein, nicht egal. Wow. Oh, wow, was passiert hier, Mann? Ey, Digga, Funkel, töte den. Wer macht das? Was ist das, Junge? Junge, ich sterbe gleich. Junge, töten die Wespen, was ist das? Oh mein Gott! Und Zeit für weitere Wespen! Nein! Okay, und jetzt kann ich noch meinen Boomerang benutzen und natürlich den zeigen, wer hier der Boss ist, nämlich No-Skin Danex. Wow, ich bin wieder gestorben. Ey, Digga, ich kann das alles nicht mehr. Ich krieg Aggression. Ich muss zu Chatrin gehen wegen diesen Typen. Okay, ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, aber es reicht doch langsam. Warum muss man mich denn streamen sein? Was habe ich gemacht? Ja, Freunde, okay. Oh, ich bin zwar ein bisschen eingerostet, was das ganze Stream-Sniping angeht, aber ich habe wieder eine Menge Spaß dabei. Und ich denke mal, in der nächsten Runde haben wir wieder was richtig Spezielles für unsere Leute-Auflage. Also bleibt dran. Okay, Freunde, wir sind jetzt einfach in der nächsten Runde. Ihr seht schon hier rechts von meinem Charakter. Da sind die in einem Skin-Contest. Und ich bin jetzt einfach auf so einen Dinosaurier, wie ihr sehen könnt, Freunde. Und die sind richtig schnell. Ich werde damit gleich richtig cool auch Stream-Snipen. Aber ich habe bemerkt, der Flex ist einfach in dem Skin-Contest dabei. Lasst uns mal jetzt erstmal zuhören. Wow! Oh, mich greifen Bienen an.
Flex, hilf mal, Digga, ich selber die ganze Zeit so weg, Bienen. Weg mit den Bienen! Ah! Oh, oh, oh mein Gott, was ist los? Ey, weg mit denen, ah! Ich stepp mich dann weg, weg hier, weg hier, weg hier! Oh nein, Freunde, seht ihr das gerade? Die haben gerade irgendwie Probleme mit Bienen, obwohl ich noch gar nichts gemacht habe. Aber das verunsichert sie ein bisschen und dann kann ich gleich richtig gut streamsnipen, glaubt mir. Digga, was ist das für ein Skin-Contest, Mann? Kannst du uns jetzt mal bewerten? Ja, ich wollte dich ja bewerten, warte mal, Flakes, warum hast du gerade diesen Chun-Li? Bro, Chun-Li macht hier die ganze Zeit den Hüftschwung, keine Ahnung, was die hier macht, Bro. Mach mal deine Augen da weg, Mann. Ja, okay, ich glaube, Chun-Li bewerte ich erst am Ende. Erstmal kommen wir zu dir, Funkel. Okay, Freunde, jetzt werde ich erstmal ein neues Spezial-Item benutzen, um die zu streamsnipen. Dafür habe ich da so eine Pflanzenbombe und schaut mal, wenn ich jetzt dagegen boxe, fliegt das auf die. Mal gucken, ob ich die dann direkt besiege. Okay, let's go. Oh nein! Ja, okay, du bist auf jeden Fall auch weiter. Ey, Digga, was macht ihr damit? Oh, ey, ich gucke da einfach gar nicht mehr hin. Warte mal, was ist das gerade für ein Geräusch, hä? Ah, danke für das Fleisch, okay. Ich glaube, du bist hier der einzige Vernünftige. Okay, Freunde, leider hat das gerade nicht geklappt mit der Bombe. Ich habe hier jetzt auch nochmal so ein Perk, wo ich einfach nochmal auch Wildwespen bekomme. Aber wie wir trotzdem sehen könnt, ist jetzt direkt eine neue Pflanze gespawnt. Hoffentlich treffen wir die diesmal. Okay, ja! Yo! Oh, wow, was war das denn? Wow, was ist das? Was ist das? Digga, ey, was soll das, Digga? Ey, wo kommt das? Wow. Ey, Mann, ich hab nicht viel Schaden bekommen. Ey, such den alle. Ey, warte. Ich glaube, hier ist ein Streamsniper irgendwo. Ja, ach, was, hab ich auch schon bemerkt. Aber die Frage ist halt, wo? Oh nein, die haben mich ja schon langsam bemerkt. Okay, ich werde jetzt hier mit meinem Dino rumlaufen und dann einfach diese Wespen wieder auf die werfen. Let's go! Wow, was ist das? Nein, ich bin tot, Jungs. Ey, Mann! Digga, hier ist doch irgendwo ein Stream-Sniper, Mann. Überall sind wieder Wespen. Wo ist der? Wo ist der, Junge? Ich sterbe gleich. Alter, so viele Wespen, Junge. Das ist die gelbe Banane, Mann! Die Wespen pieksen mich. Ich habe 3 HP. Und das hat ja richtig gut geklappt, Dino. Du musst jetzt hier auch noch angreifen. Und let's go. Ey, ich schwöre, Leute, ich schwöre, ich könnte es einfach jetzt lassen. Aber wisst ihr was? Noch eine allerletzte Runde. Ich sage es jedes Mal. Aber dieses Mal, es muss einfach klappen. Wir haben leider die Runde nicht gewonnen, aber den Skin Contest erfolgreich gestreamsniped, Freunde. Okay, Freunde, wir sind jetzt in der nächsten Runde und schaut mal, was für eine coole Waffe ich jetzt habe. Die haben sich diesmal entschieden, auf so Autos drauf zu sein und ihr Skin Contest da zu machen, denn die denken, die sind hier sicher. Das heißt, wenn irgendwas passiert, können die schnell abhauen. Aber nein, die wissen gar nicht, wie stark meine Bazooka jetzt sein wird. So, Flakes und Funkel, seid ihr ready, Mann? Yo, Skin Contest! Let's go, Mann! Vogel, bist du auch ready? Oh mein Gott, das ist so cool, Junge! Ich bin so bereit, Mann! Bro, wie redest du denn? Ja, okay, ich würde sagen, das ist auch so eine nice Aufstellung so auf Autos. Ich würde sagen, ich fange an. Ja, mit Bro, Skin Contest auf Autos. Das hat noch nie jemand gemacht und das ist krass, glaub mir. Ja, ich weiß, Mann. Okay, let's go. Ja, ich muss denen recht geben. Skin Contest auf Autos ist schon etwas merkwürdig. Aber die Leute, die überlegen sich immer wieder neue Sachen, wie die mir entkommen können. Aber ich werde die immer bekommen. Okay, jetzt schauen wir mal, wie die bewerten. Okay, ja, die Rote ist auf jeden Fall weiter. Und sonst gibt's sie, glaube ich, nicht mehr. Und warte mal, ey, wer von euch hat hier diese Wand gebaut? Der wundert sich, wer die Wand gebaut hat. Das sollte niemanden interessieren, wenn ich jetzt damit mal hier schieße. Denn so geht die sowieso kaputt. Wow, ey, ich wollte eigentlich den gerade gratulieren. Halt. Was heißt gratulieren? Einfach Glückwünsche, dass er die Wand gebaut hat. Aber wer war das denn gerade, Alter? Ey, der hat die Wand kaputt gemacht. Es war, glaube ich, ein Meteorit oder so, Digga. Was war das? Oh, was passiert, Junge? Was passiert hier? Ey, fahr mal weiter, fahr weiter. Wow, ey, was passiert hier, Mann? Ich dachte, die Autos kaputt, Leute. Hilfe. Oh mein Gott, Freunde, das scheint schon mal richtig gut zu funktionieren. Und ey, ich habe die alle gerade in Schock versetzt. Ich sehe, man bekommt auch so einen Rückstoß, wenn man damit schießt, oder? Lass uns das mal wieder austesten. Und let's go! Ey, Alter, go! Ey, ja, okay, ja, er kann gleich die ganze Fortnite-Karte zerstören. Ey, das ist der gelbe Banane, das ist der gelbe Bananen-Jones hier. Wir müssen ihn auf jeden Fall holen. Such den! Richtig, ich bin nämlich NoSkin Danix, der nach einem halben Jahr wieder zurück ist und wieder Fortnite streamsnipen wird. Ich hab so richtig Bock drauf. Schaut mal, wie easy ich das mache. Digga, ich kann das langsam nicht. Meine Stimme geht langsam weg. Alter,
Bro, wer ist das Anonyme? Er hat nicht mal. Hey, er hat nicht mal den Mut, um seinen richtigen Namen zu zeigen. Und let's go! Freunde, wie geil war denn das Comeback? Ey, wir sehen uns auf jeden Fall morgen im nächsten Video wieder um 16 Uhr. Und dann, ja, checkt auch gerne den Array Night ab. Und dann sehen wir uns im nächsten Video morgen. Haut rein, euer Danix. Bye, bye.